Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dennis Gaming. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind hier auf der Map Baltic Sea im LS19, wie unschwer zu erkennen ist. Und ich bin jetzt gleich am Hof angekommen, beziehungsweise jetzt bin ich am Hof angekommen. Wir werden hier den Pflug und den Traktor einmal abstellen. Und dann im Anschluss, ich weiß gar nicht, hat der Pflug da gestanden, okay. Und im Anschluss werden wir eben zu Ende häckseln. Und dann werden wir uns anderen Aufgaben widmen. Die ein oder andere haben wir bestimmt noch. So. Perfekt. Den können wir mal gerade daneben stellen. Oder auch nicht. Tja, entweder man kann einparken oder halt nicht. Ich kann es ganz offensichtlich nicht. Okay. Gut, das hat nichts mit meinen Fahrkünsten zu tun. Das hat mit der Kollision des Gebäudes zu tun. Das haben wir ja nun alle gesehen. Dann werde ich das Fahrzeug woanders unterstellen. Oh. Ich muss mal gerade nach vorne gucken. Und zwar hier. Mal gucken, ob hier die Kollision anders ist. Das sieht doch ganz gut aus. Das Fahrzeug steht. Und wir springen in den Häcksler. Beziehungsweise... Das passt hier so, ne? Ja. Moment. Wieso haben wir keinen Saatgutverbrauch? Nee, das ist nicht korrekt. Moment. Das wollen wir eben ausmachen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen bisher. Mal eben schauen, ob das jetzt korrekt ist. Na komm, Kollege. Okay, so, mal eben schauen, ob das Saatgut verbraucht wird. Ja, gut, sehr schön. Ne, das soll ja schon richtig laufen. So, jetzt können wir weitermachen. Mal eben schnell das Feld zu Ende häckseln. Ja, so viel ist das ja nicht mehr. Super. So... Vielen herzlichen Dank. Vollgas und los geht's. So. Ja. Leute. Sehr schöne Map bisher. Gefällt mir super gut. Schreibt mal gerne eure Kommentare in die Meinung. Ach du heiliges bisschen. Eure Meinung in die Kommentare bitte. Wie ihr das so seht, so. Ja, eure Meinung in die Kommentare. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal, das passt ja fast perfekt hier. Jo, super. So habe ich mir das vorgestellt. Nee, würde mich ja interessieren, was ihr davon haltet, wie euch die Map gefällt. Habe ich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Ist aber am einfachsten einfach im Spiel direkt in-game über dem übers Modhub runterzuladen. Dann braucht ihr da nicht irgendwas in den Ordnern verschieben und so weiter, sondern habt es halt direkt im Spiel. Es ist am einfachsten. Na, aber kann ja jeder für sich wissen. Ansonsten im Modhub ist zu finden und da kann sich das jeder kostenfrei runterladen.
Hallo. Ein schönes Gerät. Schönes Gespann insgesamt hier. Gefällt mir echt gut zusammen. Ja, doch, muss ich sagen. Kann ich super mit leben. Ist tatsächlich auch ein Kipper hier einer meiner Favoriten für dann, wenn wir uns selber einen größeren kaufen sollten. Wir haben jetzt nur diesen kleinen mit 21.000 Litern. Ja. Ist ganz nett so für den Start, aber auf Dauer natürlich auch nicht, nicht geeignet. Also wenn man ein bisschen mehr mal Ware wegbringen will, also Erträge wegbringen will und so weiter, ne? Dann ist es ein bisschen schwierig. Oder man muss noch einen zweiten hinten dran nehmen, das geht natürlich auch. Aber der hier mit seinen 40.000 Litern, beziehungsweise 45.000 hat er, glaube ich, ist schon ganz, ganz, ganz schnucke. Finde ich gut. So. Sehr schön. Ja, was ist denn eigentlich Ziel dieses Hofes, dieses Projektes? Also so ein richtiges Ziel gibt es gar nicht. Ich möchte einfach nur so einen schönen Betrieb hier aufbauen. Ein paar Felder, auch gerne noch zwei, drei Felder dazu zukünftig. Gerne auch ein paar Tiere. Also das ist eigentlich so der nächste Punkt, den ich gerne ja, in Angriff nehmen möchte, sage ich mal. Der ist gut dabei, sehr schön, dass wir uns Tiere anschaffen. Ja. Und ich möchte so weit gehen und sagen, dass ich hier auch mal Schweine halten möchte. Ich habe noch nie in einem LS-Projekt einen Hof gehabt, bei dem ich auch Schweine hatte. Nie. Also kann ich mich zumindest nicht erinnern. Kühe ja, Schafe auch, Hühner auch, aber Schweine nicht. Warum auch immer. Das wäre mal so ein, ja, so ein Grundgedanke, so eine Grundidee, was ich ganz gerne machen würde hier, ne? Nicht so immens viel mit Produktion, glaube ich, aber so ein bisschen am Ende auch, ja. Was ich halt so anbiete, zum Beispiel irgendwas, was mit Milch zu tun hat, zum Beispiel so ein Eisproduktion oder so, kann man hier eigentlich lang? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte hier lang. Nee, das geht nicht. Wir müssen auch so rumfahren. Okay, kein Problem. Sorry. Wir haben hier die 6 km/h Tempolimit eingestellt. Die will ich jetzt auch nicht wieder wegmachen. So, wir bleiben bei 6. Das hat eigentlich eben ganz gut gepasst. Ist ja genau aufgegangen eigentlich. So, dann nehmen wir jetzt mal hier diese Spur. Dann kriegen wir das ein bisschen aufgefüllt. Also noch kommen wir hier eigentlich ganz gut rüber. Muss ich echt sagen. Und los. Schaufeln wir halt nachher ein bisschen was zurück ins Silo und dann ist gut. Ja, wir haben auch nicht mehr viel. Ich würde mal sagen, noch eine Tour, anderthalb vielleicht. Und dann war es das auch. Na. Ja, doch, das geht auf. Das geht auf, das passt. Das passt. Ganz knapp. Ich habe abgebremst, weil ich irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht doch nicht auf. Ja, da hatte ich ein bisschen Angst. Aber, naja, hat ja jetzt alles gepasst. Alles gut.
So, dann haben wir das auch gleich geschafft. Perfekt. Oh, nicht in die Ernte fahren. Das sieht gut aus. Abkoppeln. Und los. So. Ja, ich würde fast sagen, letzter Hänger, ne? Vielleicht noch ein bisschen danach, aber weit es gehen sollte, ist das schon wieder gewesen sein jetzt. Und dann bringen wir natürlich den Häcksler direkt zurück. Und mit dem Kipper würde ich gerne noch einmal Raps verkaufen fahren. Da haben wir nämlich 50.000 im Silo, haben wir ja gesehen vorhin. Vorhin sag ich schon, in der letzten Folge. Und dann würde ich das gerne einmal kurz verkaufen mit dem hier. Also zumindest eine Ladung, ne? Eine Ladung würde ich da ganz gerne verkaufen wollen. Können wir fast mit dem Drescher jetzt hier, mit dem Häcksler reinfahren und mal eben schnell abkippen, ne? Nein, das machen wir natürlich nicht. Ja, ich glaube, da brauchen wir, na, ob sich das jetzt komplett ausgeht, ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, das wird nichts. Ich glaube, wir waren gerade bei über 50% schon, ne? Als wir hier angekommen sind. Nee, 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 das wird nicht passen. Wir müssen noch einmal abfahren dann. Das nützt nichts. Da kommen wir nicht drum rum. Da kommen wir nicht drum rum. Die Wiese, die habe ich als allererstes mal abgemäht. Können wir auch schon wieder mähen. Na, da habe ich ja gemäht, geschwadet und Ballen gepresst. Da würde ich diesmal dann aber nur Gras oder Heu von machen. Also keine Silageballen. Aber das, ja, muss ich mal gucken. Aber ich glaube, das sollten wir uns so ins Silo schmeißen, dann brauchen wir ja auch fürs Mischfutter nachher, das Heu. Dann hätten wir, genau, dann hätten wir Silageballen, wir haben Heu und Stroh haben wir auch. Also das wäre eigentlich genau das, was wir machen. Stroh müssen wir noch einfahren demnächst vom Feld 1. Das können wir dann machen, wenn die Sämaschine auf dem nächsten Feld ist. Dann sind wir hier auch fertig und dann haben wir eigentlich auch nichts anderes zu tun. Und wenn wir das Stroh eingefahren haben,
Dann können wir die Sämaschine hier an dieses Feld und an Feld 1, da wo wir das Stroh noch einfahren müssen, schicken. Und wir selber können ja, Heu produzieren. Sprich mähen, wenden und einfahren. Schwaden und einfahren dann. So, das hauen wir jetzt hier mit hin. So und so. Oh, er hängt fest. Stopp. Wo hänge ich denn fest? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Wand hänge ich da fest, ne? Kann das sein? Nee. Na, so hundertprozentig ist das auch nicht jetzt gerade. Aber gut, dann müssen wir durch. Müssen wir gleich gucken, dass wir alles platt gefahren kriegen. Kommt ja jetzt auch nicht mehr so viel nach. Ne? Ja. Der kleine Rest jetzt noch. Super, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge ist dann auch das Feld hier fertig. Die Silage ist festgefahren. Beziehungsweise Silo ist festgefahren. Silage ist es ja noch nicht. Und genau. Das würde ich dann einmal außerhalb der Aufnahmen machen. Weil das jetzt auch, glaube ich, nicht so interessant ist, zuzugucken, wie ich da Silage festfahre. Und in der nächsten Folge machen wir dann ja, direkt weiter, würde ich sagen, ne? Also, Leute, macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.